Etwa 150 Beschäftigte des Sicherheitspersonals haben am Dienstagmorgen um 3.30 Uhr am Flughafen München gestreikt. Einer davon war Richard Ratzenböck, der schon seit 6 Jahren im Sicherheitsaußenbereich tätig ist. Er ist dafür zuständig, dass keine verbotenen Gegenstände in den Flughafenbereich geraten. Wir dürfen eben keine Fehler machen. Somit der Fehler, der uns passiert zur falschen Zeit, am falschen Ort, das ist keine verdorbene Wurst, keine falsch geschriebene Rechnung im Büro. Das kostet, wenn im schlimmsten denkbaren Fall, Menschenleben. Man wird immer auf die Probe gestellt und man ist dafür verantwortlich, dass die Passagiere und alle sicher fliegen können. Und trotz allem werden wir nicht dementsprechend bezahlt. Rund 100 geplante Flüge fallen in München aus. Betroffen seien rund 8.000 Passagiere. Anlass des Streiks ist vor allem der Tarifkonflikt. Der Streik findet statt, weil nach 4 Verhandlungsrunden die Arbeitgeber kein richtiges Angebot auf den Tisch gelegt haben. Wir fordern 20 Euro. Das ist dringend geboten, insbesondere in so Großräumen wie München, wo es ganz wenig gute und bezahlbare Wohnungen gibt. Die Kollegen brauchen dringend eine Gehaltserhöhung. Man kommt in die Arbeit und weiß nicht, ob ich am Ende der Dienstschicht somit den Lohn bezahlt bekomme, für den ich angestellt bin. Versage ich bei einem Testlauf des Ministeriums oder des Luftamtes, verliere ich eventuell die Beschäftigtenkontrollqualifikation und verliere 2 Euro in der Stunde Lohn. Im laufenden Tarifkonflikt fordert Verdi für bundesweit 23.000 Beschäftigte an den Sicherheitskontrollen der Flughäfen eine einheitliche Bezahlung von 20 Euro pro Stunde. Die Arbeitgeber lehnen das als zu hoch ab. Nachdem man jetzt sehen muss, dass die Kollegen in Frankfurt ja weit über 19 Euro bekommen und hier die Kollegen mit der Beschäftigung oder ohne die Beschäftigtenzulage, die ja rausgerechnet werden muss, einen Lohn haben von 13,93 Euro, dann fordert man natürlich zu Recht auch diese 20 Euro, die Verdi fordert. Das wäre, dass die Mitarbeiter mehr Freizeit zur Verfügung hätten, dass sie dass wirklich diese Ausgeglichenheit zwischen Freizeit und Arbeit durchgesetzt wird. Für uns gibt es im Grunde genommen keinen Feiertag. Ein gesetzlicher Feiertag ist für uns eine Existenz. Und haben wir einen gesetzlichen Feiertag, einen Arbeitstag, dann ist das für uns ein Arbeitstag. In Bayern verdienen staatlich geprüfte Kontrolleure derzeit 13,93 Euro die Stunde. Ich habe große Hoffnung, zu meinen, es ist nicht nur der Münchner Flughafen, der hier gestreikt ist. Es streiken heute ja noch 7 andere, inklusive den großen Flughafen in Frankfurt. Beide Seiten wollen am 23. Januar weiter verhandeln. Bisher sind die Stundenlöhne in der Branche regional sehr unterschiedlich geregelt. 4 bisherige Tarifrunden waren ergebnislos geblieben.